frightening. Bisschen? Aber ja, okay. Nicht frightening genug. Je mehr du gesprochen hast, desto mehr habe ich gemerkt, dass so ein bisschen so eine Traurigkeit aufgekommen ist, weil ich das Gefühl habe, dass da noch bei weitem nicht dein ganzes Potenzial drin steckt. Ja, ich spüre, dass du so eine Power hast und das fühlt sich so ein bisschen an wie so, ja, durch den Park schlendern irgendwie. Today's a big day, friends. Let's get ready for it. Journey. Annehmen können in Dankbarkeit und Liebe und nicht sagen, wenn jemand was Gutes zu mir tut, ja danke, sondern wirklich aus vollstem Herzen annehmen zu können. Ja. Ich würde gern einen Ort finden. Ich werde emotional. Der wieder ein bisschen zu Hause ist. Also für mich und für andere Menschen. An dem ich auch Menschen einladen kann, mit denen ich arbeite. Und dann würde ich gerne einen Online-Kurs zum Thema Verwundbarkeit machen. Also das habe ich auch schon lange im Kopf, aber ich weiß nie wie. Und ja. Das da? Ich nimm's dir. Ja, jetzt darf ich es wieder haben, ne? Kleine Süßmaus. Wo von all diesen Punkten ist denn so richtig, richtig, richtig viel Energie drin? Wo ist denn die meiste Energie drin? Kann ich dir nicht beantworten. Aber können wir, glaube ich, beantworten. Oder? Ja. Bin zu Hause. Was? Ja. Bin zu Hause. Oh, ja, okay, ja. Ist doch ganz klar. Ja, wo du am emotionalsten bist. Das ist ihn. Er ist auch mit drauf. Also in unserem allerersten Call hatte Robert mich schon gebeten, kurz was zu sagen zu einem Projekt, das eh schon da ist. Und das habe ich jetzt auch als Hauptquest genommen. Ich habe es aber umbenannt, was ich schön fand im Projekt. Aber es heißt umbenannt. Also es heißt Anthea. Und Anthea ist griechisch und bedeutet die Göttin des Gartens eigentlich. Oder Eden. Und ich habe es immer, oder wir haben es immer, also das Oberprojekt mache ich natürlich auch viel mit Max zusammen in unserer kleinen Familie. Und gestern ist mir aufgefallen, wir haben es immer Community genannt, aber eigentlich ist es ja eine Village. Und vielleicht gibt es auch keinen Unterschied, ich weiß es nicht. Aber Anthea Village klingt für mich jetzt noch schöner. Und die Overall Quest, die schaffe ich natürlich nicht bis Ende November, aber ich möchte es gerne einleitend erklären, was ist die größere Vision. Eine like-minded Village aufbauen an dem Ort, wo wir jetzt schon unser Grundstück haben. Die Hauptquest ist für mich in the realm of family. Und da geht es vielleicht auch um boring Dinge wie Responsibilities, also Verantwortung. Wer ist für was verantwortlich? Wer macht bei uns das Essen? Also wirklich auch in der kleinen Familie. Aber auch sowas wie open, loving and accepting communication. Und was ist das Hauptziel? To be an inspiration for others.
practice what we preach, what we want to build and what we want to attract. Weil wenn ich das da haben möchte, muss ich das ja erstmal in meiner kleinen Familie leben, weil wie soll denn das sonst funktionieren? Es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, aber da die Balance für mich, oder zu akzeptieren, immer wieder reinzugehen, nein, erst ein bisschen integrieren und dann ist der, du wirst schon merken, wann der Zeitpunkt ist, das zu teilen. Und ich bin so kribbelig, ich bin so easy. Teile meine Erkenntnisse auch aus von der Geburt an, die ich schon so lange her gefühlt. Aber es ist irgendwie noch nicht der richtige Zeitpunkt. Warum denkst du, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt? Ich wollte nur was anderes sagen hier. Weil ich finde es extrem schön, auf Prozesse mitgenommen zu werden und nicht nachher die Ergebnisse zu kriegen. Also vielleicht ist auch ein Anteil von mir, der dann denkt, dass es wäre dann nicht perfekt genug oder so. Wie geht es dir bei den Quests in Bezug auf unsere drei Kriterien? Meaningful, frightening und exhilarating? Meaningful auf jeden Fall. Frightening. Bisschen? Aber ja, okay. Nicht frightening genug. Je mehr du gesprochen hast, desto mehr habe ich gemerkt, dass so eine Traurigkeit aufgekommen ist, weil ich das Gefühl habe, dass da noch bei weitem nicht dein ganzes Potenzial drin steckt. Ja, ich spüre, dass du so eine Power hast und das fühlt sich so ein bisschen an wie so, ja, durch den Park schlendern irgendwie. Vielleicht kommen wir dann wieder auf das Sharing. Wenn ich es also im Prozess also das wäre, das ist Frightening. Mhm. Im Prozess. Ja. Der Prozess ist das Vorzeigbarste, was es gibt. Ja, lieber schon. Ne? Das ist aber das Einzige, was real ist. Ja. Weil selbst wenn du irgendwas Fertiges teilst, morgen ist schon wieder nicht mehr aktuell. Ja. Das merke ich dann auch immer. Ich hatte, also wenn ich die Erkenntnis hatte und sie nicht geteilt habe, dann habe ich morgen schon keinen Bock mehr darüber zu reden. Weil für mich ist es ja auch du bist ja in dem Manifestor. Du bist ja in den Impulsen. Warum heute ist was da, morgen ist was anderes. Fertig. Ja. Wie hast du ja geschrieben, ne? Wie kann das fusioniert werden mit dem bestehenden Business? Du brauchst deine eigene Bühne. Und sie muss groß sein und da darfst du Platz haben. Und dafür brauchst du natürlich den ersten Punkt. Ja. In einem Moment hast du gesagt, dass du dich selber manchmal so ein bisschen dafür verurteilst, dass du Leute überfährst. Ein Teil von mir sagt, das ist eigentlich auch gut, weil wenn du das Gefühl, also ich glaube, es geht darum, wie du es kommunizierst und gleichzeitig spüre ich, dass es unbedingt einen Change braucht, weil es für euer Familiensystem nicht gesund ist. Ja. Und es ist auch wichtig, dass du mit dem in Kontakt bist und es auch auf den Tisch packst und sagst, so, wir sprechen jetzt darüber. Ja. Jetzt, weil es jetzt wichtig ist. Und es ist die Aufgabe deines Umfelds, damit auch umzugehen. Ja. Weil das ist dein großes Geschenk in dieser Geschwindigkeit und das voranzutreiben. Ja. Und klar, überfährst du damit immer wieder, weil ich kann damit nicht umgehen, aber das ist der fucking Problem. Ja. Wenn jemand überfordert ist mit deinem wahren Sein, dann ist es die Aufgabe der Person, da ihre eigenen Dinge zu facen. Warum ist man da überfordert mit und nicht dich runterzuschrauben? Ja. Und du hast gerade den besten Rahmen hier. Weil ich mir dachte, geil, ich habe heute Morgen noch zu dir gesagt, wir haben alle unsere Themen, was ist bei dir? Bei dir blicke ich gar nicht durch. Und jetzt weiß ich, ab jetzt geht's los und ich freue mich richtig drauf. Ja. Also nimm das hier auch als Space. Ja. Ich hatte vor 10 Jahren einen Unfall in Neuseeland, wo eine indonesische Freundin von mir ums Leben gekommen ist. Ich bin damals nach Neuseeland gegangen, weil ich 2 Suizidversuche hatte und mir das Leben nehmen wollte aufgrund von Mobbing in der Schule. Bin nach Neuseeland gegangen mit dem Ziel, den Sinn des Lebens zu finden. Und dieser Unfall in Neuseeland hat mir einfach in vielen Hinsichten die Augen geöffnet. Ich war 2 Jahre nach dem Unfall in psychologischer Behandlung wegen posttraumatischer Belastungsstörung, weil ja mich dieser Unfall ganz schön aus dem Leben geschaukelt hat. Wenn man sich so meine Fingernägel anguckt, sieht das ziemlich scheiße aus. Ist aber natürlich, wenn man hier innere Unruhe hat, es ist eine Möglichkeit, um irgendwie, ja, mit dieser inneren Unruhe umzugehen, aber sich irgendwie weh zu tun, bis es blutet, ist, glaube ich, nicht der beste Lösungsweg. Deshalb hat halt auch ein Stück weit in meiner Vergangenheit, sich selbst zu verletzen. Ich möchte da ja schon an meinem Trauma arbeiten. Das soweit von meiner Seite.
Dankeschön. Danke für deine Ehrlichkeit. Mega. Ja, und für deine Verwundbarkeit. Ja. Ja, und das hat mir richtig Gänsehaut gegeben. Vor allem, dass du zu deinen Promises gegangen bist. Richtig, richtig stark, ey. Ey, hast mich sehr beeindruckt. Was hältst du davon, wenn wir das hier umbauen? Du hast ja gesagt, das ist nicht für jetzt relevant, ne? Bis Ende November, sondern für nächstes Jahr. Oh, I love you so much. Ich habe das Gefühl, wir haben eigentlich drei große Bereiche. Das ist der wichtigste. Sehr andockend an dem, was Mara gerade geteilt hat. Ich glaube, es geht darum, mit diesem Vakuum in Kontakt zu gehen und dich nicht abzulenken. Und das ist nur ein Symptom, das geht von alleine weg. Mhm. Aber das ist nichts, wo du irgendwas machen kannst, wo du dich nicht irgendwie durch Willenskraft dazu disziplinieren kannst, keine Fingernägel mehr zu kauen, sondern eine Begleiterscheinung davon, dass du dich dem stellst, was da in dir irgendwie schreit oder Unruhe kreiert und damit bist. Mhm. Meditation ist, glaube ich, ein Thema, was ich dann irgendwie hier mit dazu packen würde, weil dich das mit dieser, ja, mit diesem Gefühl, was in dir drin ist, was du immer wieder erfolgreich weggedrückt hast, in Kontakt bringt. Und was natürlich auch sehr unangenehm werden wird. Und wofür auch wieder hier der Bereich ganz wichtig ist, damit du die Kapazität hast, das zu halten. Hier Bewegung, gutes Essen, Journaling, spielt auch da total mit rein. Und das, ja, das sind Dinge, die, da kannst du nicht aktiv dran arbeiten, sondern das geht als Begleiterscheinung weg, wenn du hier mit in Kontakt gehst. Ja, ja, true. Das ist dein Selbstausdruck und ich würde auf gar keinen Fall auf Plastic Pollution fokussieren, weil du bist ja so viel mehr. Deine Geschichte, die du geteilt hast, hat ja alle berührt. Damit hat es ja total gespiegelt. Es ist ja so viel da. Ich glaube, es darf um dich, um deine Reise, um dein Wirken, um das, was dich bewegt, gehen. Und natürlich ist Plastic Pollution ein Thema davon. Vielleicht auch ein großes, kann auch mehrere Episoden bekommen, aber nicht ausschließlich. Ja, okay. Das fällt mir noch sehr schwer vor, Kamera zu sprechen. Deswegen darf das ein Quest sein. Und das darf auch sehr gerne Thema vom Podcast werden. Wie navigiere ich diese crazy Gewässer als jemand, der einen Impact in der Welt machen will? Das ist eines der wichtigsten Themen überhaupt. Das ist deine Genius Integration. Dieses, okay, keine Ahnung, ich habe keine Schimmer davon, wie das funktioniert, und ist auch irgendwie nervig, aber wie funktioniert das? Weil das ist in der Welt, in der wir leben, wichtig. Und das zu ownen und zu sagen, I figure it out, ich finde es irgendwie heraus. Ich hole mir Support, ich frage Leute, die Ahnung davon haben, ich werde Erfahrungen machen, das wird am Anfang scheiße sein, später wird es besser. So, ich glaube, das ist ganz wichtig. And I will go into this process of I sort of want to see how much can I create with intention and just being in the flow compared to how much do I have to actually strain myself and push a little bit. In this way I can serve Gaia by not obstructing my creative flow, by not silencing myself. I also feel that I have so much knowledge at this point, and so many stories and experiences, and just going through life and self-experimentation, and I do come from a like scientific background, but science appears to be proving the divine again and again. But the same scientific method, which I really love, it's really because it's so thorough, and that's where the thoroughness and grounding yourself in the science, I think that's important, because otherwise there's a huge probability that you start speaking from your ego, what you want or how you want things to look. Maybe it will be helpful to make a list of separate quests that are in this thing. Okay, yeah. Like yeah. Navigating the triangle of art, science, and spirit. Next quest, integrating my inner genius by figuring out how to do the YouTube nerd stuff. Yeah. Like next quest,
allowing myself to be seen and overcome my fear of whatever. Yeah. You know what I mean? Mm-hmm. Like what are really the where's the juice like? Yeah. On very different levels. Mm-hmm. This one I see very powerful too. Yeah. Of like pushing and surrendering at the same time, which is exactly this, like here. This polarity of sometimes it's powerful to really push yourself more, and then other times it's okay, fuck the video, I'm not gonna do it and just surrender. Wood-fired sauna. Oh, schönes Ritual. Nachher, nach dem Abendessen, die allabendliche Sauna-Routine. Alter, was für ein intensiver Tag. Oh, ich bin platt. Ich bin richtig platt. Wow. Quest Creation. Ja. Einiges an Stunden heute saßen wir hier in unseren Circles und haben die ersten Drafts für die individuellen Quests von unseren Custodians gehört. Und gleichzeitig, wie ihr gesehen habt, ist da noch einiges an Schleifen, die gedreht werden möchten. Jetzt ist die zweite Runde, Feintuning, und morgen kommen wir wieder in der Runde zusammen. Und morgen werde ich dann auch meine Quests zum Besten geben. Quintessenz für heute ist, wirklich an die Essenz zu gehen. Was ist wirklich meaningful? Was sind die paar wenigen Dinge, die wirklich meaningful sind, die wirklich einen Hebel für uns haben, wo wir gleichzeitig tiefe Bedeutung spüren, als auch Schiss und Kribbeln im Bauch. Wenn diese drei Dinge zusammenkommen, dann wissen wir sind auf was gestoßen. Was sind die paar wenigen Hebel, die wirklich einen großen Einfluss darauf haben, dass wir in unserer eigenen Verkörperung tiefer sinken von dem, was wir in der Welt sehen wollen, Custodianship tiefer embodyen und gleichzeitig mehr serven. Einen größeren Beitrag leisten zu unseren Familien, zu unseren Communities, zum Planeten als Ganzes, unsere Arbeit. Ja, dann darf nochmal reingegangen werden und der Mut, wirklich Farbe zu bekennen. Wirklich zu sagen, this is what I want. Und da gehe ich rein. Da gehe ich all in. Und da auch. Und da auch. Und da auch. Und in dieser Diversität das alles zu halten. That's one of our biggest tasks that we can imagine. Und das ist spürbar hier in der Gruppe. Holy moly. Und in mir auch. Ein intensiver Prozess. Ein intensiver Tag neigt sich dem Ende. Hier gibt's Dinner und dann Sauna. Zum heutigen Quest-Prozess. Zum heutigen Quest-Prozess. Illumination im Sinne von, ich wurde mir nochmal sehr, sehr, also ich war mir schon ein paar Blockaden bewusst, die letzten Endes dafür geführt haben, dass meine Quests nicht so ein 100% Hell Yes waren, aber ich habe heute nochmal eine andere Perspektive dazu bekommen und dadurch sind die mir jetzt sehr, sehr klar und ich habe jetzt das Gefühl, dass ich eine klare Aufgabe habe oder nicht eine klare Quest habe, wie ich das eben integrieren kann, dass das da ist. Illumination ist ein wunderschönes Wort. Illumination, geil. Halt massives Wachstum und sehr viel Aufregung, Spannung, Begeisterung. Ja, es fühlt sich sehr, sehr meaningful an, sehr, sehr frightening. Drei Worte, meaningful, frightening. Das wäre die Streberantwort gewesen. Geil. Ich freue mich auf Version 2.0 morgen. Ja. Geil. Und Mara, du? Ach, ich dachte, das gilt zusammen. Na, David hat für sich geantwortet. Du darfst auch drei Worte beisteuern. Ja, Wachstum auf jeden Fall. Soll ich jetzt sagen, was wirklich kommt? Du kannst ja eh schneiden, ne? Ich schneide gar nichts. Ich baue jetzt zwischendrin so ein bisschen Fahrstuhlmusik ein, während du überlegst. Das finde ich richtig unverschämt, weil ich habe gerade Schmerz gedacht, weil durch den Schmerz habe ich das ja für mich so gemerkt. Ja, und dann sind diese drei Begriffe, ich kann so lange nachdenken, wie ich will. Sag's dir also einfach. Wachstum, Schmerz und Liebe. Ja.
Ja. Und auf Englisch Wachstum, Pain and Love. Ja, und allgemein auch so schöne Gruppenprozesse, oder? Auch ein Kennenlernen der, der anderen nochmal auf einem ganz anderen Level. Mhm. Ja. Na, das war so wertvoll, halt auch diesen gesamten Prozess zu sehen, wie jeder seine Quest vorstellt und wie dann auch jeder Feedback und jeder bekommt. Mitfiebert. Ja. Und wie jeder, also wie absolut jeder, so viele neue Dinge gesehen hat, die vorher noch nicht so präsent da waren. Ja. Ne? Und jetzt halt auch in die Umsetzung kriegt, so, das ist super schön zu sehen. Hab mich sehr begeistert. Und was da alles hintersteckt. Also so, ich habe heute Morgen zu Jasmin gesagt, dass wir alle ja schon so ein bisschen getriggert wurden und sie ist für mich die Gelassenheit in Person. Und ich weiß, dass da irgendwas kommen wird. Und jetzt ist ihr Punkt heute gewesen, dass sie und ich freue mich, habe ich ihr schon heute gesagt, ich freue mich so sehr. Ja, es wird so geil. Hier ist es wieder. Das allabendliche Video-Outro nach der Sauna. Oh Gott. Intense day today. Morgen geht's weiter. Nächste Runde unserer Quests. Kleiner Spoiler. Hier sind meine. Morgen erfahrt ihr sie. Kribbeln. Aber jetzt erst mal ins Bett. Bis morgen. Bye bye.